Ja, einen wunderschönen Freitagabend zusammen. Wir fahren heute eine Runde ETS mal wieder. Habe ich ja letztens schon angekündigt, vor 2, 3 Tagen, wo ich ETS gefahren bin, spät abends. Wir sind heute auch mal ein paar Leute, also ein paar Leute mehr als sonst. So, ich muss ein paar kleine Sachen hier einstellen und dann kann es auch schon gleich losgehen. So, einmal muss ich hier das stoppen, dann muss ich das hier ausmachen, dann höre ich schon etwas piepen. Dann brauche ich noch die Chats, einmal YouTube, einmal Twitch, einmal Loots, Live-Chat. So, ich glaube, ich habe jetzt alles. Und ich sehe schon, dass der Chat nicht funktioniert. Ich muss den Chat aktualisieren. Ich habe hier einen Chat, der nicht läuft. So, dann nehmen wir doch diesen Chat hier. Weil das wäre wieder super gelaufen, dass ich keine Chat-Nachrichten hätte vorlesen können. Hatten wir ja schon mal. So. Dann haben wir das jetzt soweit auch. Clipmeli, juhu, gleich geht's los. Ja, hi Clipmeli, schön, dass du reinschaust. Wie geht's dir? So, dann brauche ich jetzt noch ein Fenster fehlt hier. Ach, da ist es. So. Sound resumed. Wir starten dann. Ich weg, Benut. Wer hat Ja? was? Wer hat was Nix. geweckt? Weg, da. Alles gut. Alles gut. Okay. So, ich bin auch gleich bei euch. Ich hab Angst. Warum? Okay. So, wer ist denn Weil Olli eigentlich will bleiben. bei Danke. Joko? Hi! Oh, hier Moin, steht sogar, moin, wer als kleiner Abonnent ist. Windflug. Joko ist Abonnent. Hallo, guten Abend, Joko. Und dann haben wir Nora hier. Nora, du bist Meilenstein-Abonnent, steht hier, ja? Hi und herzlich willkommen. Ich wusste gar nicht, dass jetzt die Funktionen da neu sind. Aber Meilenstein-Abonnent klingt doch auch mal geil. So, wir starten gleich in Köln und fahren nach. Und so. Wer war Und. Gegangen, Duisburg-Halle, genau. Wir machen ein Event. Wir können auch das Event machen, wenn man das im Dings machen kann. Ne, du weißt schon, Ja, hier im Dings. Ne? ich gerne aufkriege. Ja, dann gucken wir doch gleich mal. So, ich muss mal kurz gucken. Da hat mich jetzt gerade Joko hat geschrieben. Joko schreibt gute Fahrt und das ist auf einmal auch Meilenstein-Abonnent geworden. Ich verstehe die Funktion nicht. Ne? Was ist denn das? Ich weiß nicht, ob denn. Also ich will auf jeden Fall, dass wir gemeinsame Frachten haben. Ja, aber nur das Blöde ist, dagegen, Bank, man gibt die Anhänger von den anderen. Mir ist scheißegal, ob ich die Anhänger von den anderen nicht sehe, aber ich will gleich Frachten haben. So, seid ihr alle hier? Ja, Daniel ist da. Anjanka ist da. Ich krieg an der Garage mit. Joltania ist da. Ich bin gerade am Handy. Ja, ich bin da! Joltania steht Moin, sogar neben moin mir. an alle. Ich starte noch SpeedV nebenbei, ne? Ja, mach grad mal. Ich hab was vergessen. SpeedV zu starten? Ja! Na, ich sag ja auch, ich starte es nebenbei, ne? Ich hab's auch noch nicht an. Clipmeli, ihr habt nächstes Jahr Jugendweihe, da bekomme ich einen neuen Nappy oder eventuell auch zu Weihnachten mit Die ETS. Verbindung Dann zum können wir mal Server zusammen wurde vorbei. hergestellt. Ja, natürlich, gerne. Also, sag Bescheid, wenn du soweit bist und auch ETS mitspielen kannst. Oder es gibt ja noch SSO und es gibt ja noch andere Spiele. So. Gut, ich bin theoretisch praktisch soweit. Ich gehe mal wieder ins Spiel. So. Nora, danke schön. Ja, ich folge dir seit ein paar Monaten. Ja, Nora, aber du schreibst nicht so oft, oder? Kann es sein? Aber schön, dass du reinschaust. Und danke, dass du uns eine gute Fahrt wünschst. Und Joko, treue Zuschauer. Ja, aber Joko, bei dir ist es ganz komisch. Du hast eben die erste Nachricht von dir, da stand nur Abonnent. Dann schreibst du eine weitere Nachricht, dann bist du auf einmal Meilenstein-Abonnent. Was kostet die Vollversion? Daniel, wenn es dir über MMOGA holst, ja, bezahlst du ein bisschen über 5 Euro. Ich kann auch gerne gleich nochmal, das mache ich noch, bevor wir losfahren. Ich pack mal gleich, das vergesse ich nämlich jedes Mal. Einen Link rein, wo du auf jeden Fall viel weniger bezahlst, als wenn du es dir bei Steam oder so kaufst. Kleinen Augenblick. Ich hoffe, ich weiß mein Passwort noch. Ja, ich weiß mein Passwort noch.
So, Euro Truck Simulator 4 hat uns auf YouTube abonniert. Hi und schön, dass du reinschaust. Ich hoffe, ich habe deinen Namen richtig ausgesprochen. Also ich habe dir erstmal die Gold Edition rausgesucht, weil bei der Gold Edition hat man ein bisschen mehr von, zumindest von den DLCs her, dass du auch direkt ein bisschen mehr fahren kannst. So, hier kannst du dir ETS 2 günstig holen. So. Ja, ihr schlaft schon gleich wieder ein, ne? Nein, ich bin mal wieder überfordert mit und so. Ach so, okay, das bist du ja. So, wo ist jetzt meine Nachricht? Da ist meine Nachricht. Also, ich gehe erst auf ETS. So. Jetzt wisst ihr, wo ihr euch holen könnt, wenn ihr Lust drauf habt. Ich habe jetzt nicht zugehört, weil ich mich hier konzentriere. Ich krieg's wieder nicht. Konzentrierst dich? Ja. Hi, SSS, du. SSS. SSO, Yunus. Und ja. Ich glaube. Ich bekomme hier die ganze Zeit irgendwelche Nachrichten. Fabi schreibt: Hab gestern die Zahnspange bekommen. HGW, Fabi. Bist du glücklich damit? Hi, Fabi. Ich vermute mal eher nicht, oder? Hi, hey, Fabi. So, jetzt fahren wir auch gleich los. Ich gucke mal ganz kurz auf den Facebook-Chat. Du kannst nicht sehen, ob ich jetzt irgendwie... Nora schreibt, ja, bin eher in der Stille Zuschauer. Was denn? Du stehst genau neben mir. Nein, ob ich jetzt das Ding gestartet gekriegt habe oder nicht. Du musst nur einmal auf Speed vordrücken, dass das Bild da ist. Dann klickst du links oben auf Fahrt und dann klickst du noch auf Telemetrie-Server starten. Genau, und dann ging ein Fenster auf, wo irgendwas mit ID eingeben stand. Ne, da müsste eigentlich nur ein Fenster aufgehen mit einer IP drin, oder das kannst du minimieren. Mhm. Wir sehen ja, ob es geht. Das hörst du spätestens, wenn du eine Fracht annimmst. Danke für die Info. Ja, bitte, Daniel. Und, Fabi, morgen Potsdamer Platz. Ich bin um 13.30 Uhr ungefähr da. Dann lass uns mal 13.30 Uhr treffen. Eventuell von dir oder von deinem Vater, ihr könnt ja gucken zum Thema, dass er mich einfach mal irgendwie dann anschreibt über Discord oder weiß ich wo, ne? Und danke für den Like. So, jetzt gucke ich aber erstmal nach hier. Das war hier ein bisschen. Wisst ihr schon, wo wir hinfahren wollen? Was sagt eigentlich mein Tank? Ich tanke. Tanja, alleine, wenn du jetzt hier tanken solltest, ne? Dann müsste er dir sagen, dass du getankt hast. Und wenn du die Ansage nicht bekommst, dann weißt du schon mal Bescheid. Die Tankstelle ist noch nicht bekannt. Bitte gebe den Preis manuell ein. Die Tankstelle ist noch nicht bekannt, okay. Preis 1,11 Euro. Sie sabbelt mich dicht. Sabbelt sie? Ja, sie sabbelt mich dicht. Dann funktioniert es. Aber ich muss jetzt den Tankpreis ins Speedfall übertragen. Weil das hat hier nicht funktioniert. Ich hab's Speedfall angekriegt. Was war denn jetzt der Gesamtpreis? Ich habe den Gesamtpreis vergessen. 697 Euro. 657. Bei mir hat noch ein bisschen gefehlt. 697. So. Du hast 626 Liter getankt und deiner Spedition wurden 697 Euro in Rechnung gestellt. So, ich fahre jetzt mal hier raus. So. Fang Auftrag. Externe, sagt ihr, ja? Ja. Genau. Gerne. Auftragsangebot extern. Und woher weiß ich jetzt, was ich fahren muss? Ich habe zum Beispiel einen Auftrag vom Tank nach Paris. Nach Paris, was ist es? Der Winkler. Was war es nochmal? Team Reinhardt Racing, ja. Ich gebe einfach mal Paris ein. Das zeigt mir gar nichts ein. Oder von Köln nach Wien Gabelstapler, da bringt man eben 10.000 mehr. 12.000. Aber wir haben ja gesagt, wir machen jetzt hier die komischen Dinger da. Team Reinhardt Racing nach Paris habe ich von Köln. Moin an alle. Wie heißt das? Ah, hier. Team Reinhardt Racing habe ich auch gefunden. Ja, genau. Nach Paris. Habt ihr alle? Ja, also ich ja. Du auch, Tanja? Tanja sag's schon. Uli? Ja. Team Reinhardt hast du jetzt ausgewählt, ja? Ja, Uli auch. Werde ich dann jetzt auswählen. Gut, dann wähl es aus, bevor es... Ne, erst, warte erstmal, bis Uli das gefunden hat.
Ja, gefunden habe ich schon. Ey. Super, dann nehmen wir es an. 3, 2, 1. Klick. Warte, machen wir nämlich jetzt die... Nein, ja. Ich kann gleich meinen Grecker aufkracken. Fabi, nur zur Info, dann treffen wir uns dort am Gleis, wo euer Zug ankommt. Ihr kommt sicherlich mit der RE3, dann treffen wir uns dort. Oder kommt ihr mit der S-Bahn? Sebi HD, hi. Und hi Max und Flo bei Twitch. So, ich bin gleich soweit. Nur was? Ich will schon mal holen. Ich auch. Was ist das Name? Ich brauche. Von dem Spiel der Name, das ist Euro Truck Simulator 2. So, ich fahre dann schon mal los. Ja, unten am Deutzer Hafen. Deutzer Hafen? Ja. Fahren wir da rüber? Ja, ja, ja. Rein theoretisch könnte das, also wenn ich jetzt mal als Kölnerin denke, könnte das unten der Deutzer Hafen sein, ja. Ja, bin ich ja mal gespannt. Ah, Tanja blinkt vor mir. Ja, und Uli blinkt vor mir. Was tue ich? Ihr blinkt. Blinken. Das war fast die Leitplanke bei dir. Was geht euch denn an, wo ich hin will? Nee, das ganze Fahrzeug blinkt. Ach so. Wieso blinke ich? Hey, hey, Blinky Bill. Wir alle den Game Auftrag haben. Richtig, wir blinken so lange, bis wir die eigentlich angenommen haben und sie losfahren. Jetzt ist vorbei. Hallo Wand, das ist fängt jetzt schon wieder gut an. Sebi, wie geht's dir? Ganz gut, wie geht's dir? Gamer Dennis, hi Olli, wie geht's dir? Ich finde es gut, dass ich dir mal wieder zusehen kann. Gamer Dennis, wie geht's dir? Also mir geht's ganz gut soweit. Danke der Nachfrage, ist Wochenende, ne? Da kann's immer gut gehen. Es ist ein bisschen... Alter! Ich bin's immer noch Nick, ja, ich weiß. Du bist jetzt mittlerweile auch wieder Premium-User bei Facebook. Da steht einer in meinem Auflieger. Darf der das? Ja, ich warte mal kurz, ne? Ihr seid jetzt hier alle gerade zu voll. Ja, wir kommen mit der RE3 Gleis 2. 13.34 Uhr. Dann treffen wir uns da. Ich warte mit Steffen an der Rolltreppe. Also wenn du da irgendwelche Leute an der Rolltreppe warten siehst, 13.34 Uhr, weißt du Bescheid, sind wir. Im ersten Anlauf mit Kontaktlinsen. Joko, euch allen eine schrottfreie Fahrt. Danke, Joko. Oh ja, sehr wichtig. Ja, danke. Ich fahr's erstmal mit Kontaktlinsen und guck mal ein bisschen schnell. Weil, wie gesagt, linke Auge super. Kann doch irgendwann nicht stimmen, oder? Ja, dann ist bei der einen Kontaktlinse, entweder dreht die sich nicht so optimal mit, wie sie sich mitdrehen muss. Oder vielleicht hast du die auch falsch rum eingesetzt. Ja, eigentlich nicht. Sah aus wie so, wie haben sie mir das erklärt, wie so eine Suppenschüssel. Ja, es muss so nach außen. Also optimal ist es, wenn du es einmal, wenn du es draußen hast, einmal guckst, wie sie aussieht. Dann drehst du die Kontaktlinse noch einmal und wenn die dann komischer aussieht, dann weißt du Bescheid. Wurde erfolgreich gestartet. So. Okay. Ja, ich weiß, sonst alles gut bei dir? Ja, auch. Ja. Übrigens, ganz wichtig, ne, da wir jetzt gerade so viele Zuschauer haben, also, ja, okay, wenn man es halt sehen möchte. morgen, falls ihr Lust habt und in der Nähe von Berlin wohnt, also zumindest, es gibt noch ganz viele andere Städte, wo die Demo morgen ist, ja. Darunter auch Köln und Rostock, Leipzig, Frankfurt, über 30 Städte in Deutschland. Ich würde ja gerne, aber ich muss morgen arbeiten. Ich kann meinen zweiten Arbeitstag nicht einfach... ja, stimmt schon. Gehen. Richtig. Ja, auf jeden Fall geht zur Demo gegen Artikel 13, weil sonst kann es sein, dass es irgendwann nicht mehr solche Streams in dieser Art und Weise gibt, wie sie jetzt erst sind. Ich kann es morgen wieder anschauen, oder? Ja, Nora, natürlich kannst du es dir morgen wieder anschauen. Willst du schon wieder gehen? Nora, kommst du morgen zur Demo gegen Artikel 13? Richtig, am 26. oder 27. soll es sein? Ja, genau. Soll es sein, ja. Richtig. Und dann werden wir sehen. Ich habe schon Gerüchte gehört, dass es eventuell sogar dazu kommen kann, dass Axel Voss zu Pandemisto tritt. Entweder freiwillig oder er muss. Ich bin mal gespannt. Das wäre das Beste, was er machen kann. Ja. Das wäre das Beste. War das nicht dieser unwichtige Mann oder wie wurde das formuliert? Ja, genau. Herr Voss, genau. Ja. Es gibt wichtigere Personen, genau. Genau. Sind wir alle soweit?
Ja, ich wollte gerade sagen, ich stehe hier im Tor. Nora, Nora, dir eine wunderschöne gute Nacht, schlaf schön, träum süß und vielleicht bis morgen oder übermorgen oder so. Hier drängelt jemand vor. Ich stehe hinter Uli. Ich stehe immer hinter euch. Ja? Oh, und Daniel? Hinter uns. Uli, was willst du hinter uns? Ich kann, ja. Okay. Uli? Ich bin bereit. Okay, und steht Olli? Ich stehe ein kompletter... Jo, ach ja, fahrt ruhig, wir können fahren. Ich wurde angebummelt. Ich will gar nicht so weit vorne sein. Ich war die Frikadelle. Daniel, bist du auch noch vor? Ich wollte rein, Olli. Ich darf rein? Ja. Okay. Weil es geht nachher an Paris, da werden wir outen. Ach stimmt ja, das wissen die anderen noch gar nicht. Wir halten das geheim. Bitte? Was? Paris wird so wie Duisburg-Calais, es wird sehr voll. Ach so, doch, das hat doch Daniel vorhin schon erzählt. Hallo Olli, komm ruhig rein. Nein, ich wollte nicht. Okay. Aber Rebecca, ich hab steht vor einem und kriege recht. Ich war mir sowieso nicht mehr sicher, ob die Ladung gesichert ist. Kann ich mal gerade schauen. Das machen die vorher schon. Sebi, HD, spielst du auch GTA 5? Ich habe GTA 5, aber ich spiele es die letzte Zeit etwas weniger. Aber ich spiele es auf jeden Fall. Wegen meiner Zahnspange habe ich jetzt 3 Zahnbürsten. Geil. Ich hatte 2. Papa, die Brücke, Oli reingeht. Ach ja, und zum Thema, was ist Artikel 13, kenne ich nicht. Dann hast du sehr viel verpasst letzte Zeit. Das ist jetzt in der Presse über. Also, sagen wir es mal so, wenn Artikel 13 so umgesetzt wird, wie sie es geplant haben. Dann sagen wir einfach mal bye bye YouTube, Vorsicht. Bye bye Facebook, bye bye Instagram, also alles, was so öffentlich ist. Weil das wird dann ziemlich eingeschränkt nutzbar bis noch sein. Ja. Und deswegen ist da morgen eine Demo. Aber gut, dass du jetzt Bescheid weißt, ne, dann kannst du auch kurzfristig morgen zu einer Demo in deiner Stadt gehen. Auf safesinternet.info findest du auf jeden Fall alle Infos, wo die Demo in deiner Nähe ist. Ja, und da wird dir sicherlich auch noch sehr viel dazu erzählt. Wollt ihr Wikipedia nicht auch runterfahren? Wikipedia war gestern komplett down. Gestern, ja, okay. Wir haben gestern kein Geheimnis. Gestern gab es nur eine schwarze Seite bei Wikipedia. Oh. Mit einem kleinen Text dazu. Und den Berg nicht hoch, Mann. Ich schieb an, warte. Nein, Quatsch, ich bin viel zu weit hinten. Artikel 13 ist dumm, ja, deswegen sind wir ja morgen da. Sebi, aber Fortnite spielst du schon? Ja, Fortnite spiele ich auch, muss ich jetzt auch mal wieder machen. Nächste Woche sieht es ein bisschen besser aus, weil nächste Woche habe ich Frühschicht. Empfehle neue abgekommen. Sebi, spielst du eigentlich noch einen anderen Simulator außer Euro Truck Simulator? Ich spiele Fernbus-Simulator, Euro Truck Simulator, was spiel ich noch für Simulator? Hast du nicht was mit gefahren? Flugzeug-Simulator ist ganz neu, das kommt jetzt demnächst auch mit. Flugzeug, ja. Und hier genau, Train-Simulator, Train Simworld ist auch ein Simulator. Ganz selten derzeit, LS19 kommt aber irgendwann auch wieder, sofern passende Mods da sind. Also es gibt ganz viele Simulatoren, die ich da tatsächlich spiele. Minecraft ist nicht dabei, ne? Das ist, glaube ich, kein... Das ist nicht so wirklich Simulator, ne? Oh, natürlich nicht. Olli, hast du den von dem Pferd gefunden? Ich kann Bock immer da. Was? Er spielt FSO. Er simuliert, was er halten kann. Pferdesimulator. Weil die hat die Kage auf Fernburg immer ja. Wollte ich spielen, kam dann aber doch nicht dazu. Weil Fernbus-Simulator hat ein bisschen Probleme gemacht, dann muss ich mich noch drum kümmern. Und Flixbus? Ja, ist ja Fernbus. Ach so, das ist okay. Genau. Ach, Olli, meine Schwester kommt auch mit. Ja, deine Schwester, die etwas ältere Schwester da, ne? Ich bin hinter dir. Ich bin gar nicht angezeigt. Ich seh dich noch. Oh, ich komme jetzt mit den Chat-Nachrichten. Ich habe kaum Zuschauer, aber trotzdem total viele Chat-Nachrichten.
ich muss, wo ist das? In fast allen Städten. Einfach mal bei saveyourinternet.info oder saves-internet. Eins von beiden. Einfach mal schauen. Eins von beiden bei GM. Ich glaube sogar saves-internet. Joko, jetzt geht's los. Ja, wir fahren schon. Gute Nacht, schlaf gut und später süße Träume. Ja, danke. Ach du Scheiße! Ja, da hat sich gerade einer hingesemmelt. Gut, dass wir eine Gefahrenbremsung geübt haben in der Fahrschule. Gut, dass ich vorne wegfahre, ne? Ist er weg? Nö. Nee, der liegt da noch. Der liegt da. Er macht Haier und ich, ja, wäre ganz nett. Irgendwer überholt mich, aber das. Ich mach mal Warnblinker an, wa? Jetzt ist er. Weg. Warte, ich muss kurz ein bisschen zurücksetzen. Ja. Dass Tanja rumkommt, aber klappt nee, schon. Ich komme rum. So, super. Ist SSO ein Simulator? Theoretisch ja schon. In sehr vielen Fällen. Ja, weil Olli tut so, als wenn er reiten könnte. Er simuliert es, ja. Ja. Was? Ja, ich kann richtig, ey. Wir überholen und der fucking Olli. Okay. Oh. Und irgendwie habe ich gerade Marcel seinen Spruch im Ohr. Zu SSO. Mit der Schleife und so. Ach so. Mit der Schleife am Schwanz beim Olli. Ja, ja. Ja, ja, ja. In Rot. Oh, wei. Bist du das mit der roten Schleife am Schwanz? Nee, ich hab nur gesagt, er hat eine schöne rote Schleife am Schwanz. Oder so. Nora, die Demo ist in komplett Europa. Also auch in Österreich und in der Schweiz, also in Zürich zum Beispiel, in Wien, in Linz, in weiß ich, also. Gibt's. Das ist auch die weltweit größte Demo seit weiß nicht wie vielen Jahren. Und es haben auch mittlerweile sogar über 5 Millionen Leute dafür unterschrieben. Wieso was? Ach, Uli war da. Uli hat da Pause gemacht. Ich hab auf euch gewartet. Nett von dir. Wir warten auch gleich auf den. Vorsicht, da überholt jemand. Boah. Vorsicht, da sieht jemand links an dir vorbei. Ja, da kommt der nächste Harakiri-Fahrer. Sag mal. Hast du irgendwie einen an der. Wir haben heute alle an der Murmel. Ja, ich wollte gerade sagen. Drehen alle am Rad. Ich glaube, gegen Ika Picker heute nicht ein. Oh, Olli, ist noch was hinter dir? Dann werde ich jetzt mal kurz lang mit Uli kommen. Ja, Uli ist hinter mir, das heißt, wir können ein bisschen langsamer, danke. Ach so, ja, dann haben wir noch irgendwelche anderen Leute hinter uns. Das sind ganz viele hier. Ich habe auch noch irgendwas im Schlepptau. Ach, komm, ich lasse ihn mal ein bisschen ausrollen jetzt. Ja, wir können mal kurz rechts ein bisschen ran. Ich bin im Anmarsch, ich sehe euch. Sehr schön. Das ist auch recht voll hier, ne? Die wollen alle nach Paris. Mit gut 60 km/h fahre ich. Ja, du musst trotzdem auf die rechte Spur. Links. Rechte? Links. Oh Mensch, Olli, du Nuss! Sorry! Manu! Du hast mich voll aus dem Konzept gebracht. Sorry. Ja, richtig. Nee, du saßt soweit. Du saßt soweit. Hätte also, die Gosch gehalten, wenn nicht passiert. Sorry. Ich halte mal kurz an am besten. Es sah so aus, als ob du nach rechts abdriftest. Und da habe ich aus Versehen gesagt, du fährst ja rechts. Und dann bist du rechts gefahren. Ich hab dich an den Einkriegen, Olli. Weißt du noch, wo keiner gerade hing auf der Ecke und wir mussten ihn auch frei machen? Ja. Wo ist Finn eigentlich? Oh. Weiß ich gar nicht. Ich meine, normalerweise müsst ihr mitbekommen haben, dass ihr. Semi schreibt, spielst du Sims? Ja, ich spiele auch Sims. Was tut ihr? Wir fahren Elkhart. Wir spielen doof! Gebt Gas, gebt Hackengold! Nora, ich würde vorschlagen, dass du jetzt schlafen gehst. Ne? Nein, die bleiben stehen. Ich sagte, fahrt weiter! Ach, ja. Da wollt ihr nicht wieder alle vor? Nee, ich bestimmt nicht. Bist du wieder da, Tanja? Dann fahrt ihr mal alle vor, ich bin lieber weiter hinten. Dorsi, was geht denn hier ab? Ich will ja jetzt nicht Dirk nachahmen, aber so ein leichter Chaotenkonvoi ist es schon. Bei uns sowieso. Harakiri halt, ne? So. Ich warte auf den Tag, wo sich die Nachbarn bei mir beschweren. Kannst du mal einen Zettel an die Tür hängen? Wer sich beschweren will, bitte hier melden. Jetzt habe ich Aufliegerschaden. Wie viel denn? Du hast mich 6% gekostet. Sorry, die zahle ich dir in der Spedition wieder zurück, okay?
Ja. Das ist der Vorteil an einer Spedition. Ja. Ah, genau. Er hat außer Spesen nichts gewesen. Ja, echt mal. Aber nochmal Thema Ping. Herr Kemmermeier, war jetzt zwei Nachrichten. Einmal von euch. Richtig, genau, er hat dich auch. Also, er bekommt sogar doppelt mit, dass wir live sind. Ja, es kann aber sein, dass er bei wem anderes mitfährt gerade. Das weiß ich nämlich nicht. Falco mit K, falls du live sein solltest. Und zufällig diesen Stream dir nebenbei anschaust, ja. Von Köln. Wenn du nicht gleich offline bist, ja. Oh wei. So, oder falls Dirk live sein sollte, ja. Obwohl, bei Dirk ist ja, finde ich, mal so offen bei, ne? Nee. Dirk ist morgen live bei und gemacht. So. Vielleicht ist Falco mit K hier im TS und streamt mit oder nicht. Ja, genau. Oh, ein Abo-Lu. Mercedes-Benz, Abo. Danke für dein Abo. Mercedes-Benz. Ach, Gerg. Und Explorer Cleo, danke für dein Abo. Schön, dass du reinschaust. Oh, läuft bei dir, Olli. Revi, danke für dein Abo. Du bist jetzt nicht der Revi, den ich denke, oder? Revi, auf jeden Fall, danke, dass du reinschaust. Die nächste Nachricht schon wieder. Was? Ich komme nicht hinterher. Aprilia! SR50, danke für dein Abo und schön, dass du reinschaust. Alle Zuschauer, geht mal rüber nach dem Olli. Geht mal ein bisschen den Olli auf. Gar Olli kann es wirklich gebrauchen. Ich kann es gebrauchen, ja, ich hatte schon lange keine Freundin mehr. Also, wenn jemand Single. Weil. Mimi, Mimi. Wenn du ein Problem von Olli-Kanal in meinem Videobeschreibung verlinkt, Geld geben. Also. Was soll ich denn sagen? Der Dane, der kannst du auch mal wieder gebrauchen. Also, du schaust auch gerne zu. Raiffeisen Bremen GmbH, danke für dein Abo. Was ist jetzt gerade los? Nee. Aber was soll ich denn sagen? Arschwasser GmbH, danke für dein Abo. Bitte. Hä? Kannst du das nochmal vorlesen, Olli? Ich hab das nicht gehört. Arschwasser GmbH. Das Lustige ist, es kommen ganz viele Abos rein. So viele Zuschauer haben wir gar nicht. Ja, wir haben 6 Zuschauer. Und irgendwie kommen mehr Abos als Zuschauer. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Bist du gerade geradet oder sowas? Dachte ich auch zuerst, aber passt nicht so wirklich, weil ich schreibe mit dem Chat. Was geht denn hier ab? Ich komme in den Stream und höre nur, wie ihr euch fast ins Höschen macht wegen Nacht. Um die Zeit ist der alte Mann doch nicht mehr live. Achso, ja, okay, da hast du recht. Auf jeden Fall danke für die ganzen Abos. Sehr nett von euch. Das waren ganz viele Speditionen, habe ich gerade mitbekommen, ne? Aber wie gesagt, ihr dürft dann auch noch, falls ihr generell gerade rumwandert, auch noch bei den Daniel vorbeischauen, das ist auch gerade live. Bei ihnen ist es auch nicht mehr so wirklich eine Diät-Show. Das hat sich da ein bisschen gebessert. Na, Daniel? Ja. War das mit einer Diät-Show, das war ja schon wirklich nicht schön anzusehen, aber das hat sich ja jetzt ein bisschen. Ich hasse das, wenn die Straßen so schmal sind. Hast du diese Kurve? Ja, das meine ich ja. Das ist ja meistens so damit verbunden. Ja, ich habe dann immer das Talent, dass ich aus der Kurve fliege. Also, ich flieg mit. Also, falls das übrigens gerade ein Raid war, dann würde ich gerne jetzt von euch mal bitte einmal erfahren, ja? Bitte. Wer gerade der Raider war. Gibt es sowas? Raider? Raider, das ist aus dem Schokoriegel von früher. Das war Raider. Das war Raider, genau. Kann geil, Gagat ein Freund von mir war und Gagat geht Freunde von ihm. Ach so, okay. Ja, weiß ich. Ja, waren auf jeden Fall gleich ein paar auf einmal, wa? Muss ich mal sagen. Ja. Und für die Leute, die sich jetzt gerade wundern, ja, ich abonniere doch hier auch gerade bei Facebook und so weiter. Facebook klappt leider noch nicht mit der Übertragung auf TippiStream, dass es angezeigt wird. Das klappt derzeit nur bei Twitch und bei YouTube. Und wir sind jetzt übrigens auch gerade live bei YouTube mit dem Namen Klarsichtfolie, bei Twitch mit Klarsichtfolie LP und bei Facebook mit Klarsichtfolie. Also einfach suchen und da findet ihr uns auch. Also wieder volles Programm heute. Richtig, genau. Mit klarer Sicht. Ja. Genau. Klarer Sicht. Voll live, offen. Ich bin voll. Ja, ich muss mit Franz das nochmal abklären. Franz, sie hat für mich ja eigentlich einen Trailer gemacht. Ich habe ja eigentlich so einen Klarsichtfolien-Trailer. Hey Leute!
Was denn? Mir fällt gerade was ein. In ungefähr 3 Wochen habe ich 8-Jähriges. Oh, dann bist du schon 8 Jahre. Was ist dann? 8 Jahre? Single oder was? Genau. Gut, also, wer Interesse hat, eine Uli kennenzulernen? wir haben eine Postfachadresse, findet ihr in der Videobeschreibung. Einfach eine Videobotschaft. Einfach ein Brief an das Postfach, was hinterlegt ist. Und wir reichen das dann gerne weiter. Am besten Umgebung Köln und so. Ja, aus Köln und Umgebung. Richtig, und bitte nicht älter als 50. Oh, ja. Uli wollte mir die Tage schon einen 44-Jährigen aus Hürth andrehen. Ja, super. Oh Mann. Ja. Übrigens, die liebe Tanja ist auch Single, wenn ihr sie kennenlernen möchte. Warum, wir fangen erstmal mit Uli an. Uli, beschreib dich mal und sag mal, wie alt du bist und wie lange du Single bist, das wissen wir ja schon. Wir machen ja kein Parkcap. Mit Olli und Jan. Eine paar Minuten. Ich war schon 30 und durchgeknallt, ne? Okay, und, das kann man jetzt... Okay. Und mit durchgeknallt ist es jetzt nicht so gemeint, wie ihr es vielleicht denkt. Ist schwer ein an der Waffel, ja. Sie hat vom Kopf her so eine kleine Macke. Ja. Aber diejenige muss Karneval mögen. Ganz ehrlich, ein Mann, der sich in den Keller einsperrt und Schlüsselleck wirft, kann ich nicht gebrauchen. Guga hinkriegt. Das wäre, wo hintersteckt? Ach, du weißt jetzt, von wo die Abos herkommen? Ja. Anja. Mein Zuckerschnäuzchen. Ah ja, Baby. Und zwar, Olli, gegen Guga noch. Echt einkehren. Das war knapp. Ach. Immer noch nicht. Funktioniert doch nicht. Ja, ich habe mir jetzt nicht die kompletten PC-Leistungen angeschaut, ne? Wenn, kann ich mir nur noch vorstellen, dass es an der Grafikkarte liegt, weil ich habe nicht nachgeguckt, welche Grafikkarte er drin hat. Das wäre vielleicht noch so ein Punkt. Also er sollte mindestens eine GeForce 1050 oder so drin haben. Bye bye. Ja, nochmal probiert. Ist es zumindest besser geworden oder gar nicht? Also zumindest ein bisschen besser? Im Becher ja. Aber nicht so wie es sein soll. Neue Verkehrsmeldung. Oh, neue Verkehrsmeldung. DTL Fritz der Erste meldet für Server ETS 2 Europe 2 auf der Autobahn von Mannheim nach Paris. 1 Uhr Verzögerung. 1 Uhr Verzögerung. DTL Fritz der Erste meldet für Server ETS 2 Europe 1 Simulation. Was? Auf der Abfahrt von Paris nach Paris Zentrum, 45 Minuten Verzögerung. Es gibt eine Minute Verzögerung. Wir müssen doch ab. Tanja, wo bist du? Moment, ich war gerade. Nee, nicht Tanja. Neue Verkehrsmeldung. Oh, neue Verkehrsmeldung, Moment. DTL Fritz der Erste meldet für Server ETS 2 Europe 2 auf der Autobahn von Mannheim nach Paris. Kacke da. Stau. Zwischen Mannheim und Paris ist Stau, kommt jetzt schon als Meldung. Morgen hat Goldi keine Zeit. Morgen Abend bin ich wieder irgendwann zu Hause. Keine Ahnung, was ich dann noch mache. Tanja, Uli, wo bist du? Du bist geradeaus weitergefahren, ne? Ja, weil der Routenplaner das sagte. Bei mir sagt er runterfahren. So, bei mir hat sich Speed-Dings da wohl eingemischt und ich habe nichts verstanden. Ja, Verkehrsmeldung, dass zwischen Mannheim und Paris Stau ist. Okay. Kann ja gar die Krankheitskalkung haben. Krankheitskalkung mal holt. Ja, was machen wir denn jetzt? Ich stehe hier. Ja, mich wundert, dass du da geradeaus weiterfahren solltest. Wo fährst du denn jetzt? Ich halte mal ganz kurz rechts an. Nach Paris. Ja, wir fahren auch nach Paris. Ich guck mal kurz auf der Karte. Ich habe jetzt 181 Kilometer noch und du, Uli? 228. Dann fährt sie komplett außen rum. Guck mich nicht an, du Hi-Opi. Aber wenn ich jetzt ehrlich bin, die Meter gefahren, die jetzt innerhalb von 10 bis 15 Minuten, dann treffen wir uns ja eh wieder in Paris. Dann fahren wir jetzt erstmal weiter, bevor du das großartig da wenden musst. Ja. Wir sind ja jetzt schon vor Paris. Ja. Dann treffen wir uns in Paris und nehmen dann die nächste Route. Ja.
Aber es kam doch gerade die Meldung zwischen Mannheim und Paris ist Stau, hieß du gar nichts. Ja, gerade war EMP EU1 war das. Ach, EU1! Lol. Ja, gut, dass wir auf EU3 sind. Moin, moin. Warum bekommen wir Nachrichten für falsche Server? Das ist doch total doof. So. Phil schreibt, ich habe Sudani geschrieben, ich hole mir morgen neuen PC für 2500. Für 2500? Es reicht normalerweise auch einer so für 1,5 bis 1,7. 2500, das klingt schon so leicht übertrieben. Fertigen oder mit Komponenten selbst zusammenschräubeln? Weil ich hab für meinen 1500 bezahlt, ne? Der hat 16 GB Arbeitsspeicher, der hat eine GeForce 1070 drin, der hat 4 Kerne mit 2,9 GHz, glaube ich. Kann ich aber noch ein bisschen hochpushen. Das Einzige, was er nicht hat, was noch gut gewesen wäre, ist ein Wasserkühler. Aber dafür hat er hier 1, 2, 3, 4, 5 Lüfter. War der fertig oder war der auch... Meiner war fertig. Okay. Informiert. Ja, Alk. Ah, oh, ja. Aber ich bin ja beim Vorgeburtstag. Oh, ich werde gerade von niemandem überholt. Aber der fährt vernünftig an einem vorbei, das ist so gut. Das heißt, er wird jetzt an mir vorbeizischen, ja? Ja. Tut er. Daniel, eine Frage. Hätte ich vorher, bevor wir jetzt die Frachten hier fahren, ne, hätte ich was annehmen müssen oder einfach nur fahren? Einfach nur, du Hacker Work of Crack nebenbei aufmachen. Okay, dann habe ich die wahrscheinlich noch nicht mal angenommen, wa? Hab ich gerade vergessen. Ja, nee, das war ja sonst auch immer so. Das fällt mir jetzt nämlich gerade ein, dass man früher auf World of Trucks immer noch was annehmen musste. Dass er das zählt, ne? Ja. Ja, passiert. So. Also, ich hab auf dem Balkon Greifung gesehen. Hübsche Kurve. Hast du die Kurve gekriegt? Wenn ich gekriegt ich hab die Kurve gekriegt, jawohl. Juhu! Auf jeden Fall brauche ich immer nach Köln hin. Dann brauche ich auch nicht mehr hin. Nach München brauche ich auch nicht mehr hin. Big Cup wär eigentlich Berlin oder Bremen. Hi Tom, moin moin und hello Tom. Oh, two Toms in one shot. Was? Ein moin moin an alle 5 Zuschauer. Ich wollte sagen, ein moin moin an alle 5 Zuschauer und ging nur noch 3. Ja. Dann sag einfach an alle neuen Zuschauer. Pass richtig. Auf. Tom Hamann, danke für dein Abo. Or thanks for your subscribe. My German is not good. Ja, Olli, nope, ist one more free. Olli hat gegen Engel, ja, gegen 7er Kakik auch geleckt mal gehabt. Boah. Voll ein Kränkel gehabt. Das hat gerade gepasst, oder? Ah, aber mal im Ernst, unser Deutsch ist auch nicht besser. Nee. Gestern war ich begeistert, wo ich in Holland war. Da eine Verkäuferin mal angequatscht. Entschuldigung, sprechen Sie Deutsch? Die so direkt ganz klar, ja. Ich so, oh, das hört sich ja schon fast an, als wären Sie Deutsche. Ich dachte, nein, aber ne, also die hat sich fast angehört wie eine Deutsche. Fast akzentfrei. Ich will ja nichts sagen. Aber der Truck sieht richtig geil aus, ne? Also der Auflieger, da steht sogar Euro Truck Simulator 2 drauf. Ja, und vor allem machen Werbung für Big und für YouTube. Ja. Danke, Phil. For your compliment and so. Ich wechsle mal wieder auf die linke Spur. Und so. Oh, boy. Schön. Nice, nice. Schick. Macht immer wieder Spaß, euch zuzuschauen. Ja, danke, Joko.
Peinling zuzuhören. Joko, immer wenn ich deinen Namen lese, denke ich sofort an Joko Winterscheid. Warum auch immer. Genau. Auf, am Ende ist das sogar noch. So, ich komme nochmal auf ein wichtiges Thema zu sprechen. Die Uli und die Tanja sind immer noch Single. Oh, Artikel 13 ist viel wichtiger gerade. Stimmt, Artikel 13 ist wichtiger. Where are you from? I'm from the near Berlin. So fromm ist der Uli gar nicht. Englisch for what a race? Englisch für Weggelaufene. Ja! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was ist das für ein Auflieger? Das ist der, ja, der hier halt, ne? Der jetzt zu dem heutigen Event zählt. Wie lange geht dieses Event eigentlich? Wirklich Troika angefangen. Irgendwie ging auch, Juni war ich auf jeden Fall irgendwie ein Event, irgendwie ein Ring mit LKW an Nürburgring und geht eigentlich in Frankreich irgendwann. Ach so, und da. Ach so, da gibt's ein richtiges LKW-Rennen sozusagen, ja? Also, ja. Real Life. Ja. Ja, dann machen sie dafür ein bisschen Werbung, ne? Oh, da ist. Oh, nee, ich bleib hier. Ich lock mich aus. Ich mach Feierabend für heute. Wie gut, gar kein. Was ist das denn? Blaue Punkte-Alarm. Ach du Scheiße, hier beginnt der Stau. Ach du Scheiße. Habt ihr euren Stau gefunden? Ja. Ja. Ach du Scheiße. Soll ich jetzt hab ich euch kopiert? Nein. Ah, hier sind 126 Leute. Also wir sind doch nicht mal an den drinnen. Ja, komm ruhig rein. Hab ich euch kopiert versprochen? Ich werd von hinten geknallt. Oh, Mann. Wer ist mir jetzt gerade hinten reingefahren? Meine Wenigkeit. Gibt es hier was umsonst? Komm, da schreibt gerade jemand im Shit. Gute Frage. Freibier. kann ich jetzt froh sein, dass ich andersrum gefahren bin? Hast den auf den Stau kommst du auch noch. Paris ist komplett dicht. Hab ich genau das gelbe, ob ihr drei, ich kann eigentlich heute gegangen, ob ihr zwei habe. Alkohol, ich auf allen Körpern. So, dann stehen wir jetzt erstmal ein bisschen im Stau, wa? Ja, ich kann ja mal kurz einmal. Ach du Scheiße! Yoshi, gib mir mal einen Kaffee aus. Hallo? Echt, ich will auch mal. DJ Rico, stehst du immer noch oder schon wieder hier? Ist das geil! Der komplette Krass, das sieht sich hier. Nein! Komplett. Ach du Scheiße! Ich hab's aber bis zum Ende durchgeguckt. Oh fuck. Das wird lustig. Ja, das ist echt blöd, dann ja. So. Die Ankunftszeit war spät. Kann ich verstehen. Ja, meine lieben Zuhörer. Ich glaube, ich bin auch angekommen. Ja, naja, klar. Viele bedenken halt nicht, dass die Hitbox größer ist jetzt bei dem Aufliegern, als man sieht, ne? Ich glaub, ich geh kaum. Egalo. Jedi, was geht? Ich glaub, weil das Knie ist. Dennis, du bist doch da. Oh, Daniel, du bist schon wieder geknallt. Mein Knie bockert wie Sau. Ich muss das mal ein bisschen ruhiger stellen. Stimmt, sehe ich gerade. Später so sechs Banzen. Also, wir hören uns morgen. Bis dann, schön. User disconnected. Also ihr steht jetzt auch hier vor der Kreuzung, vor Autobahnkreuz Lachenstuhl. Wir wollen jetzt hier gerade die Autobahn runterfahren und danach kommen noch drei Kreisverkehr, wo es sich. Also mein Käsekuchen ist jetzt mittlerweile leer. Käsekuchen, Kaffee, hallo? Du musst den habe ich losgeschickt. Du musst die X-Taste drücken, sonst hört man es nicht. Und wo bleibt der Kaffee? Ich trinke keinen, sorry. Ich möchte auch Käsekuchen. Ich auch! Leck mich am Ärmel. Ey, da hinten, der gibt richtig Gas, ne? Der will mich schieben hier. Ja, mein Hintermann auch, der hat's auch ein bisschen eiliger. Ne, der biegt jetzt ab. Der macht die Biege. Er versucht's zumindest.
Denk dran bei Stau, ne? Gasse beten. Weg vom Gasse beten. Da, ich hab Olli hinter mir. Ja. Hinter mir steht es schon zu zweit und Keckfuchs drücken sie weg. Ja, super. Hi erstmal an Kater. Das hab ich. Aber wir kommen ein Stückchen voran, ne? Ja, stückchenweise, genau. Ach ja. Ach, Steffen schaut zu. Hi Steffen, warum ist nicht ein Test? Steffi! Ja, geht Musiker, Krieger, wir eiern Glückenmogeln, zügen eine Gärtlanke, dann vorbeifahren. Alter, ich weiß ja nicht, warum die hier hupen müssen, aber Hupe funktioniert, Kollege. Ja, das verstehe ich auch nicht. Danke, kann ich hier hupen. Hallo. Ach, Rechtsüberholer haben sie gekickt. Perfekt. Ihr müsst aufpassen, es gibt einen Moderator hier. Ja, guck mal, wie viele Leute die ganze Zeit gekickt werden. Ja, fahr doch momentan. Ja, gekickt. Ich hab die ganze Zeit heute, Olli. Aber du, wir müssen aufpassen, wir müssen regelmäßig im Chat schreiben, wenn wir im Stau stehen, sonst fliegen wir vom Server. Also? Ja. Naja, wenn du dich nicht bewegst, ja. Aber genau. Ich geh mal ein Stück vor. So einen kleinen Krüssel-Füssel. Ja, hier geht's ja immer. Tanja, du hast deinen Auflieger abgekoppelt. Ach du Scheiße. Ach, ich weiß auch warum. Weil du T gedrückt hast. Ja, ich wollte in den Chat. Y war das. Ja, warum kennt Tanja schon? Oh, Phil Mann, schreibt, ach du Scheiße, wie könnt ihr da nur fahren? Ja, wir fahren ja nicht. Ich gucke ja mal, ne? So, hier ist es. Spinze bin ich schon bei der ersten Ausfahrt. Rico doch. Sind ist zwei die jetzt, da. Ist die jetzt wieder dran? Ach du Scheiße. Ich glaube, es geht ein Stückchen weiter. Ja, ich bin du wieder weißt wieder. Ja nicht, wo. Der ist wieder dran. Ach du schon. So bin wir da, Leute. Ja, schön. Willkommen zurück. Ey, ich werde die ganze Zeit von hinten geknallt, ne? Ich erwarte euch. Cool. Mary 89 knallt mich von hinten. Man muss es andersrum. Hallo? Mensch, dann fahr doch mal vor, schön. Dass nicht der jeder vor rückwärts oder was? Ey, was macht die denn hinter mir? Ja, sie schiebt dich rein und lass doch noch weiter rinfahren. Ich glaube, ich reporte die Person hinter mir gleich. Ja, mach mal. Warte, geht jetzt nicht weiter, soll ich machen? Soll ich mir eine Straße bauen? Jetzt fliegen gleich die Löcher aus dem Käse und dann zieht sie los und verfolgt von Köln nach Paris. Genau. La 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 la. Das Dumme ist, ich habe die Fracht noch nicht mal bei World of Trucks angenommen, ne? Ich fahre die hier gerade einfach mal so aus Scherz, aus Langeweile, weil ich Lust habe. Ey, wieso fährt der eine Typ hier vorne? Jetzt fährt er. Gut. Wir haben gleich den ersten Kreisverkehr und dann sitzt bloß noch 10 Kilometer gefühlt. Für mich sind es noch 15. Olli, ihr habt ein kleines Problem, da kann ich nur Stunden, kann sich nur um Stunden handeln. Ja. Ja. Ich will meine Käse-Sahne-Torte. Oh, sie haben mit der Torte aufhören, ich bekomme Hunger. Kinder, die was wollen, kriegen wir doch für Ballen, Mann. Olli, auch wenn das sehr mühsam aussieht, was ich hier mache, bitte nicht anschieben. Na, ich bin das nicht, das ist die Person hinter mir gewesen. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Ich weiß nicht, was die Person erwartet, dass es dann schneller geht, dass die Person hinter mir es schafft, alle Fahrzeuge anzuschieben, oder was? Gaming for my life, hi, Tachchen! Gegen Happy Kong, Red Park und gegen Inka mehr auch. So. Vor mir wollen sie nicht weiterfahren. Na gut, wären auch nur 3,50 Meter, keine Ahnung. Ja, super. Ah. Aber rauskommen da ja ganz schnell. Da gehe ich fest von aus. Slash Home, ach nee, das war was anderes.
Ich hätte gerne Käse, Sahnetorte, dann noch eine Nockwurst und einen Hamburger. Danke. Oh, nee, komm mal auf, Gott. Und wo eine Packung Bier. Danke. Oh. Ach, ach. Mein Freund, Guppig. Moin. Ach nee, Daniel, du bist es. Lebst du auch noch? Ja, König, ja, ich bin auf dem Anklauer, Daniela! Ja. Daniel, du alte Pflaume! Viel Spaß, ich bin raus. Schieß dich! Ja, der möchte Kekse. Hab grad nichts verstanden. Okay. Ach so, jetzt verstehe ich das erst. Wir stoßen uns versehentlich die ganze Zeit nur an. Sind die doch, oder meinst nicht? Sie blind. Tanja, ja. Es hat Gründe, warum. Das sehen die, die sind vielleicht blind, ich weiß es nicht. Es hat Gründe, warum wir die ganze Zeit angestupst werden. Okay. Die Hänger. Du hast Lotto gewonnen, weißt du? Die Hänger, die wir hinten drauf haben. Ja. Also die ich verstehe ja gar nichts gerade. Die Auflieger, die wir drauf haben, die sind offiziell länger, als es uns angezeigt wird bei den anderen. Weil deiner wird mir jetzt auch als weißer Auflieger angezeigt, obwohl der gar nicht weiß ist. Okay. Und unsere Auflieger sind länger und deswegen stoßen wir uns gegenseitig zwischendurch an. Als Dichter kann ich nicht ranfahren, weil den Stoß. Und deswegen wurde ich von der Mary die ganze Zeit geknutscht. Das war wahrscheinlich nicht mal ein Versehen. Okay. Ja, habe ich verdient, hab zu hart gearbeitet. Ja, eine Kater und hart arbeiten, das kann ich mir nicht vorstellen. Kater, kommst du morgen nach Berlin? Zur Demo Artikel 13 und so. Ey, man könnte jetzt hier auf den Server sowas von schönen Werbung machen. Das ist aber klar, ja hinten, der wird nicht mehr geschubst. Es sind nur noch 6 Kilometer. ja. Aber Real Life waren wir schneller am Ziel. Nein. Was ich sagen wollte, Tanja, man könnte jetzt so schön Werbung machen, ne, für Klarsichtfolie und so weiter. Aber das ist ein Banngrund. Ey, wo bist denn du, Sack? Wie mein? Okay. Ist das auf der Brücke oder was, Daniel? Nein, ich fahre gegen den Kreisverkehr hoch. Also oben fahren sie vor oben. Eine gute Fahrt. Jo, wir auch. Ich bin noch nicht mal aus der ersten Kurve raus. Wir haben jetzt gerade den ersten Kreisverkehr angeschnitten. Ja. Ich glaube, dann reicht es auch mit dieser Tour, wa? Bis wir am Ziel sind, das ist glaube ich 0 Uhr. Ich weiß, ob ich ein Pikachu vor mir hab. Ah! Na komm, hallo! Komm, fahr! Oh, fahr doch! Sauding! Nee, einer reicht. Ich bin nicht die Wohlfahrt. Ja, wir machen uns mal Stau beim Kreisverkehr. Kreisverschlussverfahren, Jora? Ja, sollte man machen, ne? Immer einen vorbeilassen, so kenne ich das. Ja, aber offiziell ist Kreisverkehr kein Kreisverschlussverfahren. Ja, das macht ja nichts, aber man kann ja trotzdem mal freundlich sein. Ja, dann würdest du auf deine Vorfahrt verzichten, weil offiziell ist es ja... Ich wurde schon wieder angelockt von hinten. Dankeschön. Olli, ich bin in Köln. Ja, da warst du das. Wie gesagt, Nee, da war ich nicht gefallen. Hier, kein Freund. Du bist die einzige Person hinter mir. Nein, vorhin war der andere. Ja, aber eben gerade hast du mich angedingst. Was machen die da vorne? Jetzt kicken die sich hier gegenseitig auf die Seite, oder was? Nee, muss arbeiten in Kiel. Gibt's eine, aber ich muss leider arbeiten. Ach so. Aber wenn du Frühschicht hast, passt es doch. Einige sind doch erst um 17 Uhr. Stürmi 001, was ist mit Demo gemeint? Demo gegen Artikel 13, das ist morgen die europaweit größte Demo, die es jetzt die letzte Zeit so gab.
Und da geht es um halt das neue Urheberrechtsgesetz, was da rauskommen soll, was dafür sorgen würde, dass YouTube, Twitch, Facebook, alles, was so öffentlich ist, dass das ziemlich eingeschränkt sein würde und man nicht mehr alles hochladen darf, was man möchte. Man darf nicht mehr alle Fotos hochladen, die man möchte. Man darf nicht mehr alle Videos hochladen, die man möchte, ohne vorher eine Lizenz dafür zu haben. Wir möchten zum Beispiel... Ich lass mal einen vor, es gibt mal Lichthupe. Wobei für euch und ich bin mehr gegen EKS, da möchten wir uns direkt geholt, reingerecht gegen Herkellern, Biker. So sieht's aus, genau. Wenn wir jetzt alleine nur ETS spielen wollen. Die Hintergrundmusik ist zwar nur Copyright-Musik. Kann mir jemand sagen, wieso der Server mich immer offline schmeißt, dass 6-7 Mo hintereinander? Dann ist dein Ping zu hoch. Wie hoch ist denn dein Ping? Geil. Pika, Pika! Was meinst du damit? Weil ich kenne mich nicht so aus. Ich spiele das jetzt erst seit 2 Wochen. Sag mal, merkst du noch was, Horst? Sind wir hier bei Wünsch dir was? Einmal die Tab-Taste drücken und dann siehst du schon die ganzen Spieler in der Online-Liste und da bist du auch irgendwo zu sehen. Und da siehst du halt, wie hoch deine Millisekunden sind. Und wenn die eine gewisse Zahl erreicht haben, dann wirst du vom Server gekickt. Alles klar, danke. So, wie kann man... Dankeschön. Ich will jetzt nichts sagen, ne? Die Person, die die Frage gestellt hat, ne? In welche Garage fliegst du hin? Ist zufällig ein Kevin. Ja, okay. Da heißt Kevin. Wie viele Kilometer habt ihr noch? 4 bei mir. Hab ich euch überholt? Das weiß ich noch nicht. Olli, ich bin auch reingelegt. Ich hab auch noch einen reingelegt. Ja, los, fahr rein. Los, darfst. Zwischendurch lässt man doch mal einen rein, wa? Ja. Wenn man nett ist. Naja, also. Ich wünsche allen noch eine schöne Fahrt. Nein! Der Kevin macht Feierabend. Ich hab wirklich gern auch einen schönen Abend. Ja, fahr mir hinten rein, du Spaten. Danke, gleichfalls. Vielleicht sieht man sich morgen wieder. Hör auf, da wolltest du nicht mal. Verschluss ist so, Leute. Spätestens in Paris sieht man sich wieder, wa? Ja. Ich kann das Ziel schon sehen. Ich sehe das Fähnchen im Wind. Ja, ich auch. Aber ich glaube, wir brauchen tatsächlich bis 23. Ja, aber die da vorne, die spielen doof mit anfassen. Ich traue mich gar nicht weiterzufahren hier. Doof mit anfassen, ja. Aber... Echt? Ringelpiez mit anfassen. Ey. Dumm und lassen keinen mitstellen. Ey, mich. Ja, hallo! Ich bin voll weggeschoben von keine Ahnung wem alles. Ja, das sind die Leute, die es nicht verstehen, dass man Abstand halten soll. Ja. Man muss ein bisschen Abstand halten, weil unser Auflieger eigentlich größer ist als im Spiel angezeigt. Nee, hier meinte sich gerade noch einer, geht's gerade mehr ums Reißverschlusssystem, hier meinte sich noch einer zwischenschieben zu müssen. Oh, wir müssen noch einen Kreisverkehr passieren, ne? Ja, einer kommt noch. Ja. Aber nur eine Ausfahrt, Gott. Sei Dank. Nee. Ich glaube, wir müssen auch die dritte raus, oder? Nee, die zweite. Oder? Ich sehe ja nichts von lauter Blau. Ich glaube, wir müssen da links raus. Wenn du jetzt geradeaus guckst, ne, dann müssen wir links raus. Weil es geht rechts eins geradeaus und links müssen wir, glaube ich, raus, um hochzukommen zum Ziel. Ja, ich sehe euch auf der Karte. Also, ich bin da noch entfernt. Ach ja. Ja, fahr du ruhig als Geisterfahrer in den Kreisverkehr. Ja, super. Zack, weg ist er. Ja, gekickt, ja? Ja. War das hier Kost Kevin? Da kommt auch Kev drin vor, also auch ein Kevin. Das kann sein, das habe ich jetzt nicht so schnell gesehen. Ja, war gerade. Also, heute muss man ordentlich aufpassen auf allen Servern.
Schade, dass man nur gekickt wird. Wir müssten alle gleich in 4-Tage-Bann gehen. Aber probieren die eh nicht. Man geht, wie lange geht dort gebannt? Gebannt. Schönen Abend. Kapieren die eh nicht, auch wenn du sagst, schön drauf, die waren es trotzdem bald. Was sind die hier irgendwie heute alle? Alles gut, ich verstehe euch voll und ganz, hier sind nur Deppen unterwegs. Richtige Deppen. Ich habe da recht, aber trotzdem, danke, das waren meine Ohren. Kevin, dann nimm du mal ihr die Lautstärke und sprich ein bisschen lauter, du bist ganz schön leise. Ja, wir müssen die Dritte aufschreiben. Jemand im Mediamarkt kauft ein neues Mic. Neues Mic. Oh Mann. Und immer dran denken, Rettungsgasse bilden, Reißverschlussverfahren. Gibt's hier nicht, das kennen die nicht. Ja, ne? Offiziell gibt's hier kein Reißverschlussverfahren. Offiziell. Da müssen die Zusatzschilder hinmachen an den Kreisverkehr. Fadil, hi, ich brauche auch fahren, LKW bitte. Du willst, ja, dann musst du dir, unten ist ein Link drin. Da findest du Euroflux Matter 2, kannst damit spielen. Expedition, ja. Dann, ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Na moin, was geht denn da bei euch? Ihr steht im Stau beim du, das ist nicht nur der Stau hier vorne, ich zeig dir das mal kurz, ja. Hier sind wir. Hier müssen wir noch lang. Hier müssen wir noch hoch. Bei meiner Fracht habe ich 1% und den Auflieger 3%. Und so. Irgendwo hier hinten müssen wir hin. Mein Lieber. Tappi, 6% oder an meiner Fracht habe ich 6. Da. Hat Google einen Geekcord? Wollt ihr nur Schubsen müssen? Weil ich bin eigentlich hauptsächlich auf Geekcord und nicht auf TX. Am Wecken gekommen. Wo die sehen, dass Stau ist. Müssen trotzdem Geekcord-Körper. Schubsen. Habe ich nur nicht gegen Geekcock gelinkt. Wenn man nicht gegen einer von den Moderatoren von mir mal gegen Geekcock gelinkt reinpacken kann, weil er kann gar kein neuer Fahrer. Kater hat recht, ja. Ich gebe Kater ungern recht, aber sie hat tatsächlich mal recht. Das ist alles bloß Absicht, weißt du, dass du hier Schaden am Offlieger hast und die haben es bloß an der Zugmaschine. Genau das habe ich auch, Kalita. Nee, Kater hat jetzt gerade mal wahre Worte gesprochen. Miteinander, nicht gegeneinander, weißt du? Aber meistens denken alle nur an sich. Reißverschlussverfahren gibt es in gewissen Ländern wie Russland. Ein Egoist. Das heißt, die kennt's nicht, ne? Also können sie es doch nicht umsetzen. Und die Schilder gibt's ja auch offiziell nicht? Geh! Alle wach? Ja. Dankeschön. Oh, wei. Das Ding ist nur, ich stelle immer wieder fest, wenn man einen vorbeilässt, wirst du im Anschluss daran genötigt, wenn du nur einen vorbeilassen willst und der nächste will, will dran vorbeiziehen an dir und rammt dich, macht Lichthupe und hupt und keine Ahnung. Kotzen. Fadil, unten siehst du einen Link. Als Kommentar. Hey Daniel, ich wenn du da draufklickst, dann bist du direkt auf dem Spiel und kannst es dir runterladen. Daniel, kannst du sehen? Ja, hast du Brille auf? Brauch keine Brille. Brauch keine Brille. Auf beiden Augen. Ah, Philipp L. Ich hab's gerade gesoppt und durchgeschafft. Reißverschlussverfahren Reißverkehr war aktiv, aber Druckluftprobleme hatte ich zwischendurch. Ja, also man macht solche hier Umweltfinken hier. Also Motor könnte man schon mal ausmachen, wenn man länger steht. Genau. Geekfahrverbot. So, ich lasse jetzt mal die nächste Person rein. Ich tue mal so, als ob wir hier Reißverschlussverfahren machen. Gab es eigentlich eine offizielle Regelung von den Admins, dass man Reißverschlussverfahren machen aber soll? Aber Daniel, ich muss sagen, dein Stream läuft aber flüssig. Fast nur. Ach, guck, ja, genau.
Weiß ich noch nicht. Ach, Der Morgus ist alive auf YouTube. Aber eins weiß ich, wenn kann ich den Auflieger dream, abgegeben hab, dann lasse ich mich gleich direkt irgendwo hin porten. Ach, wir kämpfen uns schön hier raus, das schaffen wir. Kann man sich mal hier ein bisschen einfädeln, bis man nach Paris. Nix da, ich lasse mich gleich in der Garage porten. Ich fädel hin und wieder mal was anderes sein. Das will hier keiner hören, was du wo einfädelst, Junge. Das ist ganz doll, Robert, das Einfädeln. Finde ich auch ganz doll, dass da einige das sowas mitmachen. Oh, ich habe einen Aufliegerschaden von 2%. 2%? Du Glücklicher, ich bin schon bei 12. Ich habe 2,1%. Ja, das war der letzte Kreisverkehr, war? Jetzt muss es ja theoretisch ein bisschen schneller gehen. Ja, ich wollte es ja bloß mal erwähnt haben. Obwohl, sieht nicht danach aus. Ja, nee, ich finde das in Ordnung. Nee, soweit ich weiß nicht, es stand nur... Soda, mein Gott. Du kannst doch... Einfahrt, okay? Super. Du sagst es, er ist ein Kasper. Er kann nicht aufhören. Du Scheiße. Kasper, der schubt die ganze Zeit. Leute, 50! Gib doch mal Gas! Report, hier. Admin ist da, der räumt hier auf. Beim Stau 50 fahren? Die können dann erst alle ordentlich fahren, wenn sie die Ladung abgeben, weil dort was? Stehen sie nämlich wirklich richtig rum. Ich bin du Hundesohn, okay. Deutschkurs am besten mal belegen. Ja, gut, dann ja. 7 Uhr nur mit I. Ja, fahr mir ruhig hinten rein, Gabriel. Macht ja alles nichts. Angelo, hi. Sag mal so, ich hab noch 7 Kilometer vor mir. Ich stehe auf der Autobahn Abfahrt. Haha, der Arme. Dränger geht einfach ran vorbei. Richtig, genau. Ja, da waren wir vor einer halben Stunde auch mal. Ja, ja. Du alte Nase. Legst du auch noch? Das ist ein Silikonteil. So ein rundes. Zum dritten Mal heute. Aber ich glaube, der ist jetzt, dass man diese Strecke erst nachts um 4 Uhr fahren kann. Ein Kreisverkehr. Kannst du da schon mal hier den Grill anholen und die Bratwurst warm machen? Nee, ich mach da Feierabend, Digga. Ich hab gesagt, du kannst ja schon mal einen Grill anfeuern und die Bratwurst draufhauen. Die ist schon alle. Die hab schon Lürz gefressen, hab ich Roh gefressen. Roh? Das ist aber total unkollegial, wisst ihr das? Ich weiß. Kennst du mich anders? Ich stehe. Was? Aieles Online Gaming. Ab 16 Jahren. Was soll das? Spielt. Was denn? Ich werde hier die ganze Zeit traktiert irgendwie. Hinter mir spielen sie Handstand. Vor mir ist Bernstark, DC86 live. Der eine Typ im Funk tut im Ohr weh. Ja, ich weiß, der hat sein... Aber das haben die diesmal irgendwie komisch gemacht. Ich sehe bloß weiße Auflieger, außer meiner. Der Robert ist ziemlich nicht... Ja, das haben sie wirklich komisch gemacht. Ich kann den Robert nicht einzeln runterschrauben. Nee, Truckers MP muss. Jetzt geht das schon wieder los. Die Trailer, die anderen weiß und wir haben die eigenen haben dann diesen Renn-LKW-Lackierung oder so ein Scheiß. Ja, deswegen habe ich hier die Flüssigkeit. So. Na mir, der Schubst. Ich bin gar nicht so weit von euch entfernt. Ich bin 1 Kilometer vorm Ziel, ja. Ich bin 2 Kilometer. So, aufhören Sie mir, es nervt.
Karton ging nicht geregelt. Da wirst du bestimmt mal auf Kanal 19 probieren müssen. Kanal 19, das wär's. Da will ich jetzt nicht sein. Nee, ich glaube nicht. Das ist zwecklos, ja, die verstehen drauf, das eh nicht. Das versteht der Großteil nicht. Ey, ja, das Einzige, was die Leute verstehen, die Gastarbeiter, ist Feierabend und Pause. Aber Kai Weike, Olli haben wir auch auf Kanal 9, Kai Weike Russen auf mich. Und 6, was andere verstehen sie mir. Du bist ja eine Leinsister, hi, wie geht's dir? Richtig. So, wer dreht freiwillig hier runter im Kreisverkehr? Aber wir sind schon am Ziel. Ja, so gut wie, ich sehe das. Mann, hört auf damit! Was damit, Mann? Kaum kommt eine Kurve, schieben die sich alle wieder ineinander. Bis zum Handstand, ehrlich. Ja, doi. Kehr noch eins. Ja. Oh, ein Zebrastreifen. Fang das Tier ein, fang das Tier ein. Was? Einer, der beim Bürgersteig fährt. Oh, ich sehe die Firma schon. Ich weiß aber, was ich jetzt nicht machen werde. Ja, das weiß ich. Pick einpacken. Genau, den Auflieger, den lasse ich diesmal und also, so. Also, ihr seid jetzt ungefähr an der Linkskurve da, ne? Da sind wir vorbei und wir fahren jetzt gleich rechts rauf aufs Gelände. Ja. Ein paar Metern. Sollen wir so weit kommen? Ey, du küchenwelches Auto, ne? Fried mal Gas da vorne, du Nase. Ich gegen auf Zwickenmogeln, ja, super. Das Gaspedal! Oh, ja, ich. Das kennt er nicht, der Daniel. Er gibt nur ein Gas, dann nimmt sich Vollgas. Aber er hat. Dortmunder kennen doch kein Gas, die kennen doch nur den Absteiger. Ich gebe hier keinen Absteiger. Ich habe auf Kanal 10 gewechselt. Ah, schön ruhig. Eigentlich wollte ich den Funk ausmachen. Aber es rollt hier gerade die ganze Zeit. Ich bin nur mal kurz auf 9 gegangen. Mal wiederholen, ich hab's nicht verstanden, junge Frau. Kostet der Simulator was? Bei MMOGA ist es recht günstig, also einfach in der Videobeschreibung mal unten auf MMOGA gehen, da bezahlt man dann nur irgendwas mit 5, 6 Euro. Plus DLCs. Tobias, alles gut. Und hi, hoi boy, das Gespenst. Hi. Hoi boy. Hui bu. Hui bui, das Gespenst. Nicht bui, hui bu heißt das. Hui bu dann halt. Oha, da. Oha, die Folie. Was ist mit der Folie? Also 6,49 € mit 2 DLCs dazu. Das sind Going East schon mit bei uns Skandinavien. Wie gesagt, am besten bei MMOGA schauen. Unten in der Videobeschreibung gibt es einen Link zu MMOGA und da findest du es dann auch. So. So, ich bin um die Rechtskurve. Juhu. Oh, ich steig gleich aus und gehe zu Fuß. Ich steig gleich aus und koppel den nochmal ab, den Auflieger, und zieh den direkt ins Ziel. Über den Bürgersteig, ne? Ja, über den Bürgersteig. Ey, ich sehe das Ziel, ist das geil. Ja, ich sehe die Auffahrt. Bin jetzt die nächste, die in die Kurve einbiegt. In die Kurve einbiegt, in die Auffahrt einbiegt. Ungefähr jetzt. So, meine wie sagt dir Laura noch was? Laura? Kurve. Laura, bist du da? Diese Sahnetorte! Ja, ich erkenn's an dem Bild. Ja, Laura, du lebst auch noch. Ich dachte, du lebst gar nicht mehr. Wie geht's dir, Laura? Ich hätte gerne so eine schöne schwarz-weiße Kirschtorte mit Kaffee, bitte. Und seit wann nennst du dich so, Laura? Und, wenn wir schon dabei sind, bist du morgen in Berlin zufällig? Daylight Girl ist Kater, also musst du nicht gern. Kater, your best friend und so.
bestätigen. Ja. Ich brauche eine Stunde, bis ich da bin. Mit annehmbar. Ja. Es ist nur annehmbar. Ja, Laura ETS Crash Girl. Ja, du warst schon ganz böse zu mir damals. So, ich weiß nicht, was ihr macht. Ich gehe auf Garagenmanager. Entweder was? Köln. Nein. Nicht? Gut, dann mache ich Hamburg. Wir fahren Heimatstall. Nix da, ich fahre nirgends. Heimatstall? Ja, in meinen Heimatstall. Du hast richtig gehört. Übrigens, ich bin schon da. Bist du bei SSO oder was? Nein. Ich bin jetzt in Hamburg. Ich bin zu Hause, ich höre auf. Die ist jetzt mit dem LKW in der Garage reingefahren und am anderen Ende mit dem Pferd wieder rausgekommen. Richtig. Bin ich froh. Ich habe keine blauen Punkte mehr auf der Linse. Yippie-yay, yippie-yay-yo. Ist das schön. Ach, ist das leer hier. Keiner da? Nee. Hui. Aber ich nehme jetzt auch die leichte Variante hier zum Einparken. Welcher Vollidiot. Das freue ich mich auch. Ups. Muss mal kurz zurücksetzen. Parkst du etwa ein, Olli? Nee, ich habe die Kurve doof genommen. So, jetzt bin ich drauf. Kannst du auch hinter mir? So. Nee, ich lebe noch. Ja, ist anstrengend. Ist undercover nehmen. So, mit Schubsen hier hinter mir? Momentan anstrengend wegen Kind. Und nein, bin morgen nicht in Berlin. Ach ja, stimmt ja. Du hast ja ein Kind bekommen. Ne? Ich habe ja auch schon ganz viele. Ich sehe ja immer ganz viele Fotos bei dir in der Story. Du orangener LKW, kannst du aufhören damit? Wie alt ist denn dein Kind hier mittlerweile? Müsste ja gerade mal 2-3 Monate alt sein, oder? Wenn überhaupt. Ich finde, wir haben eindeutig zu wenig EP dafür bekommen, dass das hier so voll ist. Alleine schon für die Geduld, die wir hatten mit der Fracht, hätten wir schon extra Punkte bekommen müssen. Ja, ich will nicht wissen, wie viele Zigaretten ich jetzt schon geraucht habe. Ah, der Dan ist auch da. Ja. So, dann fahren wir von hier aus eine gute Zurück. Der Auftrag wurde erfolgreich beendet. Das könnt ihr machen, ich bin durch. Wirklich gern. Ich bin durch. Meinst du mit, ich bin durch, du willst keine Tour mehr fahren? Oder nein, ich fahre keine Tour mehr. Auch nicht, wenn es... Mal von Hamburg nach Bremen, nee. Wirklich nada. Das? Ja, wirklich, ganz ehrlich. Wir sind gerade mal eine Stunde live, ne? Ja, das ist schön. Ich bleibe auch gerne dabei, aber ich fahre keine Tour mehr. Sieben Monate schon? Ja, so lange wollte ich jetzt nicht pausieren. Ach so. Ach so, das Kind. Ach so. Ja. Gut, Kater, wächst und gedeiht. Oh, ich habe mich gerade verlesen. Ich dachte, dein Kind heißt Kater. Das wäre eine Katastrophe gewesen. Oh wei. Okay, jetzt fang schon an, die französische Sätze zu verstehen. So. Dann ist es schon. Aber ich will mich jetzt auch nicht hier rauskämpfen, ne? Ich bin ja ein Hindernis für alle, wenn ich jetzt. Obwohl, ich kann rechts rausfahren. Oh, eieiei. Aber jetzt, wo du es gerade sagst, wir können auch einen spontanen SSO-Stream jetzt machen. Noch. Wenn da kein Stau ist, bin ich dabei. Ja, lass uns das. Ja, die Stau. Echt mal. Einmal, alle neuen Zuschauer, wir können hinten dabei gleich in meinen Geist spielen. Leistung verzögert sich um eine halbe Stunde. Laura sagt gerade, ach, so lange kann man auch pausieren. Damit warst du wahrscheinlich gemeint, Tanja. Ja. Oh, bloß raus hier. Ich will hier weg. Weg hier! Du Sack! Also das Kind heißt nicht Kater, warum sondern Liam. Und das ist ein sehr schöner Name. Guckst du an? Liam. Also mit N am Ende. Wieso hast du die Nachricht und ich noch nicht? Facebook-Seite? Tja. Bin da gerade über Facebook, hab mich da abgemeldet gestern. Mein Kind ist männlich und heißt... Achso. Gott sei Dank. Nein, ach so heißt das Kind nicht, sondern Liam. Kater, ich bin verheiratet nach Napi. Oh, lalalalala. Geikapfer. Holiday Maus hat die Ampel mitgenommen.
Daniel hat mal wieder seine Tage. Alles klar, Daniel. Okay. Wissen wir Bescheid. Blutest du schon wieder ungewollt? Nee, eigentlich nicht. Ach, bloß raus hier. Ja, weg hier. Aber Tanja, hintenrum kommt man gut raus, weil man gleich rechts abbiegt. Ich bin für die Goal. Ich kann sie schön... Warte doch auf mich, Mensch. Mit einem Garagenmanager kann man auch schnell raus. Es passiert jetzt eh nichts mehr. Eben, deswegen locke ich mich jetzt auch aus. Haha, guck mal, das geht. Zack. Oh, kein Mensch. Ach, ich scheiße. Falls ich ankomme. Och, hier steht ihr alle noch. Viel Spaß. Viel Spaß, hier werde ich dir noch sehr lange stehen. Ja. So. Aufliegerschaden, 2%. Yay. Geht doch noch. Ja, das ist gut. Ich hatte 12. Kater, du willst wirklich heiraten? Warum seid ihr alle so oft schon heiratet? Heiraten ist doch total... das macht doch kein Mensch mehr. Immer erst dann heiraten, wenn man das Geld für eine Scheidung im Zweifelsfall zusammen hat. Ja, richtig, genau. Oh, ja. So, einfach nur raus hier. Ah, es ist frei. Es ist... Oh, weg hier. Und Olli, wir können Vollgas geben. Ja, na okay, Vollgas ist übertrieben, ne? Ich komme hier gerade mal... auf 80 oder so. Ja. Okay, sucht dann, wenn ihr wollt, nicht Jahre vorher und auch standesamtlich moin, kostet moin. Bis zu 300. Hattest du nicht am Anfang des Streams gesagt, dass du heute nur eine kleine Runde fährst, weil du morgen nochmal früh raus musst? Irgendwie ja, so? ich bin ja morgen in Berlin. Aber ich muss theoretisch erst so um 9:30 aufstehen. Hey Leute. Also es geht noch. Okay. Ah, jetzt kann man schneller fahren. Wieso komme ich jetzt hier nicht? Ah, die haben alle den gleichen Auflieger. Ich glaube, die wüssten alle nicht, was sie nachher noch erwartet. Hey. Frauen heiraten, weil bei einer Scheidung der Mann blechen muss. Ach, okay, Laura, gut. Gut zu wissen. Aber wenn der Mann nicht mit einverstanden ist bei der Scheidung, sondern du dich scheiden lassen möchtest, ja, dann bleibst du am Ende vielleicht doch bei dir sitzen. Keine Ahnung. Kater, du musst das beim Standesamt hinterfragen. Nicht Google fragen. Ja, das ist auch immer eine gute Sache. Ja, dann bis morgen. Bis morgen? Nee, bis morgen. Nee. Es macht gerade Spaß, ein bisschen zu ziehen. Ich fahre jetzt bis zur nächsten Stadt, die jetzt gleich kommt. Und dann packe ich aus. Dann bin ich noch ein bisschen im TS. Und chill noch ein bisschen. Da war eine Kurve. Oh, wieso sind hier auf der Autobahn Ampeln? Weil sie wissen wollen, ob du das merkst. Ich halt lang, Rake, Olli. Das ist eine Autobahn. So. Da vorne ist irgendein Ort. Da fühle ich mich wohl, wenn wir da gleich ankommen. Moin Moin an alle neuen Zuschauer. Kater zusammenziehen und wenn es dann auch noch eine gewisse Zeit hält, spätestens wenn du schwanger bist, heiratet sein. Und dann musst du das noch steuerlich abklären, wenn ihr irgendwann ein Haus habt, ja? Dann solltet ihr spätestens geheiratet haben, weil dann bekommt ihr sehr hohe Steuerersparnisse. Oh Gott. So. Also heiraten nur dann, wenn es geldtechnisch was bringt. Nein, Quatsch. Man heiratet sich natürlich, weil man sich liebt. Gab's jetzt nicht vor kurzem was in der Presse, wo eine Frau sich selbst geheiratet hat? Da habe ich irgendwas gelesen. Ahnung. Ach, Liebe ist was Schönes. Aber man kann auch sich lieben, ohne zu heiraten. Das geht auch. Richtig. Wenn noch irgendeine hübsche Frau, ja, in Deutschland leben möchte und gerade zuschaut, wir bekommen das alles hin mit einer Fake-Hochzeit. Nee. Schreibe dir mal per WhatsApp, hol dir welche Nummer, erste oder zweite.
Die Deutsche, sagen wir es mal so. Laura schreibt gerade schon, bei Schwangerschaft immer heiraten. Haus wird, glaube ich, nie was, weil wir eh nicht so viel Geld verdienen würden. Ja, ich wünsche auch noch einen schönen Abend. Ja, dir auch einen schönen Abend. Ein Mungerer. Wie fahre ich denn jetzt hier gerade? Ich stelle mich hier gerade schon wieder an wie ein kleines Kind. Wo bist du denn, Olli? Garage. Ich parke jetzt hier bis noch ein und dann bin ich ausgedoppelt. Wie komme ich jetzt zu meiner Garage zurück? Kann ich dir sagen? Escape? Slash Home. Garagenmanager. Moment. Schnellreise Köln. Euer iPad geht. Wenn ich jetzt Auflieger mit Garage melden. Wünsche euch allen noch einen schönen Abend. Ja, dir auch. Viel, wenn ich es richtig ausspreche. Ich glaube, da ist viel, ne? Bin schlafen, hören uns euch. Viel Spaß. Ja, dir auch, Laura. Und ich wünsche dir eine wunderschöne, vielleicht sogar ruhige Nacht. So, weil Schanzer und Kellnerin verdienen nicht viel. Kommt drauf an, wo man arbeitet. Als Kellnerin kannst du zum Beispiel bei der Bundeswehr sehr gut verdienen. Da hat meine Mutter in der Küche gearbeitet, ja, und sie kam da, glaube ich, mit 2,5 raus. Nur so, ne? Es kommt immer drauf an, wo man arbeitet. So, dann würde ich mal sagen, das war's mit ETS 2. Schön, dass ihr zugeschaut habt. Heute nur eine kurze Ausgabe, weil dafür kommt morgen Abend vielleicht noch was und Sonntag. Mal gucken. Was bist du die Woche nochmal live? Ja, auf jeden Fall. Ich schätze mal morgen oder übermorgen auf jeden Fall. Eins der beiden Tage zumindest. Daniel ist schwanger von einer Giraffe. Kommt hier gerade von viel. Ich hab's nur vorgelesen, was hier im Chat stand. Giraffen sind schöne Tiere. Genau. Winky auch. Und meine lieben Küpfer, das war auch Gamia, mit. Daher, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Begegnet morgen zu demonstrieren im Balken, weil. Insekt! Daniel, du kommst nach Berlin? Ich hatte eigentlich vor nach Köln. War ich morgen. Was ich fühle mich da, wo ich bin, gerade wohl. Ja, dann musst du aber da noch eine Gehaltserhöhung verlangen, ne? So, dann würde ich sagen, das war's. Danke fürs Zuschauen. Bis morgen, spätestens übermorgen. Und euch eine gute Nacht. Schlaft gut, träumt süß. Bis dann. Tschö. Ciao. Ciao. Tschüss.